Gucken wir mal, wo wir das Ding waschen können. Zweite Ausfahrt mit dem SO4 Pro. Ist wieder scheiße kalt. Von der letzten Ausfahrt ist er noch komplett verdreckt. Mal gucken, wo ich ihn mal ein bisschen abdampfen kann. Aber wir wollen den ja nicht dreckig lassen, das geht ja nicht. Und heute ist das Wetter mal ein bisschen trockener. Da gucken wir mal, ob wir irgendeine Tankstelle finden jetzt, wo ich mal ein bisschen abdampfen kann. Das wäre ja nicht schlecht. Das ist immer der Wahnsinn, wenn man auf dem Ding steht und gibt Gas, wie der Motor die ganze Zeit voll durchpowert, ja, und wie man sich hier drauf fühlt, als würde man nichts wiegen, als würde man wirklich nichts wiegen, ja, so fühlt man sich hier drauf. Man fühlt sich in keinster Situation, fühlt man, dass der Motor, dass der Motor da keine Kraft hat oder da keine Reserven hat. Man fühlt sich drauf, als wäre der Motor komplett unterfordert sogar auf gerader Strecke. Ja? Er will mehr, aber kann nicht mehr, weil er begrenzt ist. Versuche ich mal ein bisschen steilere Wege zu fahren. Ich wäre jetzt hier eigentlich normal gerade ausgefahren, aber ich fahre mal hier lang. Da geht es ein bisschen bergauf. Wir wollen ihn ja auch ein bisschen beanspruchen, den GoFlo. Weil Berge sind sein Terrain. Das kann man mal ganz klar so hinstellen. Ich hoffe, ich treffe mit der Aufnahme einigermaßen auf den Tacho. Komm, wird grün. Also. Da vorne hoffen wir jetzt, dass die Ampel auch mal grün wird. Jawohl, sehr schön, so lieb ich das.
jetzt wirklich arschkalt. Mann, 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 es sind vielleicht gerade mal 4 Grad oder 2 oder 3, irgendwas so im Dreh. Manche Leute ist halt der Gehweg nicht breit genug. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Anhöhen, das ist der absolute Hammer. Da denkt der Soflo, was ist das? Was ist das? Geht da nicht mehr oder was? Hä? Mit so einem Scheiß hier? Beschäftigst du mich hier? Sag mal, geht's noch? Hol dir mal eine bessere Steigung. Ja, genau, so fühlt man sich auf dem Ding hier. Auch mit 120 Kilo. Man muss dem eine richtige Steigung vorsetzen, sonst lacht er sich kaputt. Ja? Also. Anders kann man es nicht sagen. Sogar bei den Außentemperaturen, wo eigentlich für den Akku, für die Akkuleistung natürlich nicht optimal sind. Ne? Das ist ja klar, dass diese Akkuleistung definitiv eingeschränkt ist. Ja? Aber deswegen, wir machen auch noch keine Reichweitentests. Ja? Wir machen hier erstmal Fahrvideos. Und wie gesagt, den Steigungstest habe ich ja schon gemacht. Ich mache nochmal extremer, also ich suche mir nochmal richtig extremere Steigung, wo ich ihn versuche hochzujagen hier drauf. Ja, und der Reichweitentest, der wird dann auch noch kommen, also definitiv. Hat keiner gesehen. Schneide ich raus. Was hat er rausgeschnitten? Ja. Ach je, yeah, das ist alles ein Witz für ihn. Das ist echt, also, so leichte Steigungen, das ist leider einfach nur Langeweile, der Motor. Da denkt er sich, ach ja, ja, schön, schön, ja, super schön, ja, danke, danke, ja, ja, wunderbar, schön. Da hättest du dir auch irgendeinen Scooter schnappen können. Ja, was ich, irgend so ein normaler China-Roller, ja, der sowieso keine Power im Arsch hat, ja. Für diese scheiß billigen Steigungen. So, hier halten wir natürlich wieder. Weil wir halten uns ja eigentlich an die Regeln. Vorhin der kleine Patzer über die rote Fußgängerampel, verzeihen wir den, aber da war wirklich weit und breit kein Auto. Ich hatte keinen Bock. Darf man natürlich nicht, ganz klar. Also rot muss man auch halten, auch als Rollerfahrer. Alle müssen sich an die Verkehrsregeln halten. Ob Motorrad, Auto, Roller, Fahrrad, egal. Eins muss ich sagen, ein anderer YouTube-Kollege hat recht. Auch wieder mal, wie immer, ja. Weil die Leute labern halt keinen Scheiß. Sagen schon die Wahrheit. Man muss manchmal zweimal drücken, damit er losgeht.
Wenn man schon am Rollen ist, nicht, aber ich sag mal, wenn man am Anstoßen ist, die erste Fahrt, dann muss man schon zweimal drücken. Ah, hier ist Dampf gerade auf. Ist auch kein Dampf gerade, müssen wir anders hin. Ah, komm jetzt auch hin hier. Frankfurt und kein Dampfschale in der Nähe oder was? Das bin ich scheiße. Weiter geht's. Wir versuchen mal eine Video-Cut-Qualitäten, Video-Bearbeitungsqualitäten ein bisschen zu optimieren. Weil ich mal bei diesem Video probieren, hier und da zwischen den wichtigen Sequenzen, dass die Zeitraffer laufen zu lassen, damit das Video nicht zu lang wird. Wenn ich es hinkriege, Leute. Wenn es mir zu viel erstmal ist, lasse ich es nochmal laufen. Dann müsst ihr euch halt durchklicken, wenn es euch zu lang ist. Überall stehen die Roller herum, ja, die Leute lassen sie wirklich überall stehen. Das ist wirklich manchmal die wahre Pracht, wo die Dinge überall stehen und wie sie stehen, haben ja auch schon einige Kollegen bemängelt. Und ich sag's auch nochmal, Leute, wirklich, also wenn ihr diese Roller mietet, ist ja wunderbar, macht es. Aber wenn ihr sie dann wieder abstellt, stellt sie doch so hin, dass sie keine anderen Leute behindert. Ja, also es gibt bei mir vor der Haustür, werden manchmal Roller abgestellt. Ja, die stehen dann wirklich quer auf dem Gehweg. Da würde keine Frau mehr oder keine Mutter mit Kind mehr in den Kinderwagen vorbeikommen. Auch mit normalen Leuten, die da langlaufen, müssen Slalom laufen. Ups, die haben wir rot, aber egal. Habe ich übersehen. War aber auch weit und breit kein Auto. Ach, schon zwei Verkehrsdelikte werden einer Videoaufnahme. Es tut mir wirklich leid. Ja, ich bin anscheinend im Kopf noch viel zu unterkühlt. Es ist wirklich kalt, Leute. Ja. Die Handy-App funktioniert wieder nicht. Oh, wir hier einen Dampfstrahl haben. Funktioniert auch nicht. Die sind alle stillgelegt. Oh, da habe ich mal kurz ab. Hier, der Motor hat Power, das glaubt ihr nicht. Ich bin eben nur mal kurz, habe das Gewicht verlagert, dann ist der vorne hoch, wo ich Gas gegeben habe. Alter Verwalter. Okay, also es wird nichts mit dem Waschen. Dann suchen wir uns jetzt mal eine schöne Strecke aus, die wir fahren. Dann fahren wir wieder heim und dann waschen wir den zu Hause mit dem Eimer. Und der Bürste, altbewährt. Na ja, gucken, was mit der App los ist. Na, geht doch wieder. Ja. Die App ist vielleicht auch zu kalt, ne? Würde ich mal sagen. So, jetzt warten wir aber, wie es gehört. Ich mache mal einen kurzen Cut, bis wir dahin kommen, wo interessant ist.
Ja Leute, da bin ich wieder. Wieso eigentlich? Kann ich schon mehr gedacht. Ich habe genug Speicher auf der Karte. Ich kann ja Zeitraffer machen, dann werde ich auch auf jeden Fall tun. Also ich werde die Herausforderung annehmen und dann ist das Video nicht so lang und dauert nicht so lang für euch und ja. Deswegen, ich nehme alles auf. Warum nicht? Das sind auch die schönen neuen Radwege in Frankfurt mal seht. Hier sind wir ja gerade am Hauptfriedhof. Wir fahren jetzt gleich am amerikanischen Konsulat vorbei. Hier in Frankfurt. Immer mit der Polizeiwache davor. Ja, so ist das. Auch die Polizei sitzt rum und bezahlt auf Steuerkosten und passt auf die Amis auf. Ne? Ich will leider sagen, dass wir die Amis ja lieb haben. Man muss sie lieb haben. So. So, Ampelchen. Wenn es langsam grün wird, das wäre geil. Ja, da vorne sieht man, was man nett machen sollte. Ich will mal gucken, ob die Dame jetzt dann parkt auf dem Radweg, auf den kompletten Radweg. Vorsicht! Nicht so optimal da jetzt gerade, ne? Und überhaupt kein Interesse auch, was den Verkehr angeht. Also da wird sich einfach auf die Straße stellen, einfach auf dem Radweg. Da wird mit den Lieben diskutiert, wenn die Kinder auf die Straße gelassen sind, die sollen auch auf der Straßenseite aussteigen. Da frage ich mich immer, was die Eltern sich dabei denken. Haben die keine Beifahrerseite? Die parken nur auf der Straße und steigen aus. Sie selber steigen aus auf der Straße, klar, weil sie Fahrer sind. Aber dass sie ihre Kinder auch auf der Straße aussteigen lassen, das ist schon, ne? Straßenseite. Steigt doch bitte auf der anderen Seite, auf die Gehwegseite aus. Ne? Aber das ist halt, ich weiß halt. Es gibt kaum bei manchen Leuten Unrechtbewusstsein. Aber wollen wir jetzt nicht wieder so auf die Kacke hauen. Ne? Auch ich habe Fehler gemacht, aktuell bei der aktuellen Fahrt. Ich bin über 2-3 rote Ampeln gefahren, also Fußgängerampeln. Also ich halte mich immer an die Regeln. Und deswegen wollen wir wieder die Kirche im Dorf lassen und nicht päpstlicher sein als der Papst. Die junge Dame und ihre Tochter haben nichts gemacht. Und die hat wahrscheinlich auch nur gefreut, dass sie ihren Bekannten wieder sieht. Und haben dann nicht so ganz auf die Verkehrsregeln geachtet. Was wieder rollen lassen. Ja, das Rollen, das ist wunderbar. Das ist halt sehr leichtläufig. Deswegen kann man auch schön rollen. Also ich kann euch zu dem Motorsound nur sagen, also mich stört er überhaupt nicht. Ich weiß, ich
finde es auch ein Vorteil, wenn man das so hört, ja, weil man weiß ganz genau, was der Motor gerade macht, ob er Power wegnimmt, ob er Power gibt, ja, ob er nach. Ja, also es ist, ja, es ist wie so ein kleiner Turbo. Als würden wir da hinten seinen kleinen Turbo hören, der je nach Beanspruchung halt dementsprechend reagiert. Ich finde es halt ein geiles Feedback vom Motor. Also mich stört es überhaupt nicht. Ja? Also da, wenn man jetzt sagt, man fährt durch die Natur und fährt irgendwo hin und versucht die Ruhe und die Natur zu genießen, E-Roller ist ja leise eigentlich. Ja, da habt ihr recht. Ja, das ist es nicht. Da braucht man definitiv kein Softflow 4 Pro, ja. SO4 Pro, ja. Weil das ist kein Leisentreter. Ja? Der sagt schon, hier bin ich. Attacke, ja, hier geht's los. Ja? Definitiv kein Leisentreter, der so. SO4 Pro. Kollege hat recht, manchmal muss man halt, wenn man antritt, also vom Startpunkt aus zweimal drücken, damit es losgeht. Definitiv. Da hat unser Harry recht. Gib mir Berge, gib mir Berge. Ah, das juckt mir nicht. Das ist noch gar nichts hier. Das nascht er weg. Jetzt kommen wir an der Stelle vorbei, wo beim Akku beim ersten Fahrvideo des Zeigungstests der Akku leer war. So,
Er hat natürlich auch keine Kraft mehr gehabt, darum wie er jetzt agiert hier. Geht schon, bleibt alles gut. So, hier waren wir letztes Mal komplett leer. Jetzt seht ihr den Rest, den ich eigentlich gebraucht hätte, um nach Hause zu kommen. Das ist wirklich nicht viel. Leute, es ist wirklich scheiß kalt. Ich bin jetzt froh, wenn ich zu Hause ankomme, weil meine Finger sind schon komplett eingefroren. Obwohl ich Handschuhe trage. Wirklich scheiß kalt. So, und schon ist der Erklärauto zu Hause. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, bis demnächst, Leute.